So. So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Ich mache jetzt einfach mal eine Runde weiter und guck, was passiert. Gerne. Mit Russland will ich nicht unbedingt im Krieg stehen, das muss nicht sein. Aber was plant Polen? Ich glaube, ich mache jetzt Polen im Krieg fertig. Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Nein. Ich mache dich jetzt fertig, Polen. Ja gut, greif du meine Ländereien an, Polen. Mach ruhig. Okay. Mir reicht's aber jetzt. Polen hat mir, ist mir jetzt seit 10 Runden oder was weiß ich wie vielen Jahren im Spiel genug auf der Nase herumgetanzt. Jetzt werde ich alles mobilisieren, was ich kann und Polen ein für alle Mal fertig machen. Das nervt mich jetzt schon so lange und so sehr, dass Polen einfach nicht raffen kann, dass es zum deutschen Land gehört, dass es zum deutschen Kaiserreich gehört und es immer wieder sich dagegen wehrt, gegen diese Wahrheit. Und deshalb wird jetzt Polen... Ich hatte vor, Polen friedlich zu annektieren, aber jetzt reicht es mir einfach. Ich werde Polen im Krieg fertig machen. Mir reicht es einfach. Das ist einfach... Die Ungeduld ist... Ich war geduldig, aber jetzt ist der Faden gerissen. Mir reicht es. Polen hat den Faden überspannt. Ich weiß, es ist eine schwierige Schlacht, aber die befehlige ich jetzt trotzdem. Ja, okay, los geht's. Ich kann ja auch gar keinen Rückzug machen, weil keine Ländereien von mir in der Nähe sind, in die ich mich zurückziehen könnte. Dann werden jetzt Armeen vergolten. Aber was soll's? Da könnte ich ins Häuschen reingehen. Dahinter könnte man in Deckung gehen. Könnte man in die Mühle reingehen? Nee, könnte man nicht. Zwei Kanonen, Haubitzen und eine Menge Einheiten. Alle Mann in Position! Bataillon, marschiert! Mal sehen, wie sich das jetzt so entwickelt. Mal sehen. Ich verschanz mich jetzt einfach hier so. Bildet eine Linie. Linie bilden. Und warte jetzt einfach ab. Ich kann ja, was anderes kann ich jetzt nicht viel machen. So, mal gucken, wenn Polen hier kommt, wie es für die aussieht. So sieht's für Polen aus, wenn die hier drauf zumarschieren. Mal nochmal gucken. So sieht's für die aus. Hier so, das sieht schon kompakt und stark aus, Preußen, aber Polen hat einfach zu viele Einheiten hier. Leichte Infanterie. Zwei Trupps an Grenadieren. Zwei Kanonentrupps, die würde ich jetzt normalerweise mit Pferden ausschalten, aber leider habe ich hier in der Kompanie keine drin, also diese Armee. Diese Schlacht werde ich verlieren, aber ich kann
Kohlen ja noch so viel Schaden wie möglich zufügen. Hier laufen Kühe herum. Dreidimensionale Kühe. Aber soll's. So. Ich will mal hier so gucken, wie es denn hier so aussieht. Also die schießen aus der zersplitterten Fensterscheiben. Hier unten stehen welche. Da oben sind welche auf dem Balkon. Okay. Und da kommt der Feind. Das ist schon eine starke Linie. Die Schlacht werde ich verlieren zu... Der Feind hat das Feuer auf unsere Truppen eröffnet. Oh. Eure Armee wird diese Schlacht verlieren. Ja. Oh. Der Feind wird euer Heer bis auf den letzten Mann auslöschen. Okay, das war gerade mein Vater. Mein Vater, der hat mich gerade, ist gerade reingekommen, hat mich genervt, deshalb war ich gerade etwas still. Ich soll die Wäsche runterbringen. Okay, ach, jetzt nervt mich auch noch meine Katze. Okay. Ich habe Polen jetzt nicht ganz so viel Schaden zugefügt. Aber okay, egal. Eure Truppen werden vom Feind aufgerieben. Ja, das war mir schon vor der Schlacht klar, dass ich diese Schlacht verlieren werde. Einfach die polnische Übermacht zu groß war. Aber vielleicht konnte ich ja wenigstens noch viel Schaden mitnehmen. Die Kanonen da hinten haben mich auch ganz schön auseinandergerieben, muss ich sagen. Okay. Hiernach werde ich jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, weil, ja, mein Vater mich sonst weiter nervt. So. Wenigstens habe ich 67 Tote auf polnischer Seite mitnehmen können. Jetzt muss ich mir das hier alles nochmal ganz genau angucken, was hier so steht. Das steht hier. Das ist alles sehr pferdeanfällig, muss ich sagen. Ich mache hier gerade mal eine Pferdekompanie. So. Nee. So. Pferdekompanie fertig. Hier stehen auch 30 Soldaten drin. Kann ich... Ja, hier kann ich die tauschen. So. Okay. Das sind hier bei mir drei Armeen, die recht gut gestaffelt sind. Gegen das hier gewinnen die auf jeden Fall. Das hier könnten die auch noch mitnehmen, da das hier hauptsächlich auf Kanonen basiert, die man mit Pferden auseinandernehmen kann. Hier oben steht noch was Gutes, das heißt, die vier kann ich gut auseinandernehmen und dann hat Polen nur noch das. Und das will ich dann auch langsam zerquetschen. Okay, aber ich mache jetzt trotzdem jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Also, bis dann, tschö und zum nächsten Mal.